Hallo! Hallo, wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Es geht mir sehr gut. Wie heißt Ich heiße Konrad. du? Und woher kommst du, Ich Konrad? komme aus Rumänien. Wo wohnst du? Ich wohne in Pitești. Und wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre alt. Sehr gut. Du kannst die Geschichte beginnen. Schneewittchen. Das ist die Prinzessin Schneewittchen. Schneewittchen ist lieb und auch sehr schön. Es hat Haare so schwarz wie Brombeeren, Augen so blau wie das Meer, eine Haut so weiß wie der Schnee, einen Mund so rot wie Kirschen, eine Jacke so orange wie eine Apfelsine, einen Rock so grün wie das Gras, Schuhe so gelb wie die Sonne. Schneewittchen lebt mit dem Königin in einem Schloss. Die Königin hat einen Zauberspiegel. Sag mir, Zauberspiegel, bin ich schön? Du bist schön, aber Schneewittchen bei den 7 Zwergen ist viel schöner als du. Die Königin ärgert sich und ruft ihren Diener. Johann, bring Schneewittchen in den Wald und töte es. Aber Johann ist kein schlechter Mensch. Er kann nicht Schneewittchen Böses tun. Er bringt Schneewittchen in den Wald und sagt zu ihm: Lauf weg, Schneewittchen, deine Stiefmutter will dich töten. Geh nicht ins Schloss zurück. Schneewittchen läuft und läuft, bis es endlich. Es findet ein Häuschen. Es ist ein windiges Haus. Hallo, kann ich reinkommen? Ist jemand da? Hallo, wir sind die 7 Zwerge. Das ist unser Haus. Die 7 Zwerge bitten Schneewittchen zum Bleiben und mit ihnen im Häuschen zu leben. Schneewittchen freut sich und die 7 Zwerge sind glücklich und freundlich. Eines Tages, die Königin fragt die Zauberspiegel: Sag mir, Zauberspiegel, bin ich schön? Du bist schön, aber Schneewittchen ist viel schöner als du. Eines Tages, eine alte Frau klopft an die Tür. Sie hat viele Früchte und gibt Schneewittchen einen Apfel. Die Schneewittchen isst den Apfel und fällt zu Boden. Wenn die 7 Zwerge kommen nach Hause, sehen sie Schneewittchen auf dem Boden. Dann tragen in den Wald. Die 7 Zwerge sind weinen. Schneewittchen scheint tot zu sein. Ein Prinz sieht Schneewittchen und gibt ihm einen Kuss. Schneewittchen wacht auf und lebt glücklich mit dem Prinz in einem Schloss. Sehr gut, bravo. Tschüss. Tschüss.